Es treiben sich Skelette hier rum und sie sind schreckliche Gegner. Ich habe jedoch ihre Schwachstelle entdeckt. Wenn man gegen sie kämpft, muss man Geduld haben, denn irgendwann werden sie zu Boden krachen, scheinbar tot. Ihr müsst die Knochen mit einem mächtigen Hieb zermalmen, ehe sie sich wieder zusammensetzen. Verpasst ihr eure Chance, müsst ihr noch einmal gegen sie kämpfen. Okay. Klingt spannend. So, Weihwasser haben wir genug. Die Frage ist, wie geht's denn jetzt hier weiter für uns? Das ist ja jetzt nicht so hilfreich hier. Ist hier drüben ein Weg? Oh. Nein, 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 nein. Ich gehe ja schon wieder. Giftig wollen wir doch nicht. Ja, das ist aber sinnlos hier. Wie kommen wir durch dieses Tor, ist die Frage. Gibt es hier irgendwo einen Schalter oder einen Hebel oder irgendwas? Geht es. Ja. Da unten geht es, glaube ich, nicht weiter für uns. Öffnet sich vielleicht das, wenn wir oben die Hebel betätigen? Ich glaube nicht, oder? Warum geht die Kamera hier so nach rechts? Kann ich denn da drauf springen? Ah, komm, nochmal zurück. So nicht auf jeden Fall. Lauf, Gabriel, lauf! Aber vielleicht mit etwas mehr Schmackes. Komm, wir sind schon wieder an Land. Hallo? Gabriel? Ah, ich wollte schon sagen. Ach, natürlich, dort geht's nicht weiter. Ja, das war doch zu erwarten. Gut, ich glaube, damit gehen wir gerade unweigerlich in den Tod. Was willst du auch machen? Ich meine, ich habe jetzt keine große Wahl hier irgendwie. Ist das Ding durchlässig? Grandios, grandios! Ja, ich glaube, wir sterben. Das war's dann wohl. Mach's dir gemütlich in der Pampe. Gut, natürlich machen wir uns nochmal ran. Das Video können wir, glaube ich, überspringen. So. Schauen wir doch mal, ob es diesmal vielleicht ein bisschen besser läuft. Aber mir war gerade wirklich nicht so ganz klar, wo genau ich da jetzt eigentlich hin soll. Ich meine, das nehmen wir natürlich gern mit. Den hier unten müssen wir auch nochmal ausnehmen, okay. Schriftrolle kennen wir ja bereits. So, diesmal würde ich aber sagen, schauen wir nach oben kurz, ob wir da noch ein bisschen weiterkommen. So, gut, das macht hier unten aus, aber ansonsten hilft mir das nicht weiter. Der andere Schalter, der könnte aber vielleicht interessant sein. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da auf den Hintergrund achten müssen, ob sich da vielleicht auch irgendwas tut. Ah, man sieht es aber nicht vernünftig. Ne, das ist ja auch bloß zu hier. Okay. Kann ich da drüber? Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wäre zu viel des Guten gewesen. So, damit sind wir wieder hier und ich weiß immer noch nicht, was ich tun soll. So, wir holen aber nochmal ganz kurz hier die Rolle ab, die wir schon entdeckt hatten. Gibt es denn vielleicht hier unten rechts noch irgendwas in der Ecke? Also hier kommen wir schon mal nicht weiter. Sieht mir aber nicht danach aus, denn hier ist es schon wieder giftig. Verzwickt. Verzwickte Lage. Was machen wir denn da? Was übersehe ich? Ich weiß es nicht so richtig. Hops. Gehen wir doch einfach nochmal hier rüber. Und schauen uns nochmal kurz um. Warum schwenkt die Kamera hier so nach rechts, frage ich mich. Das muss doch einen Grund haben. Oh, warte mal, hier drüben geht es noch weiter. Kann das sein? Oh, mal sehen, ob ich das überhaupt schaffe, ohne zu ertrinken. Auf jeden Fall geht es ja aber lang. Ach, sieh mal an. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Ich könnte ein Stück Land gebrauchen. Oh Gott. Das wird eng. Das wird sehr eng. Aber ich glaube, wir sollten es schaffen gerade so. Ja, ich weiß, dass ich versinke. Sehr gut. Es hat gereicht. Und ich frage mich ernsthaft, wer sich die Mühe gemacht hat, hier rüber in die Ecke zu gehen, um den Speer reinzurammen. Naja, jedenfalls haben wir einen weiteren Schattenstein.
Aber ansonsten ist jetzt hier auch nicht so viel los, ne? Nee, hier geht's auch nicht weiter. Das ist immer noch alles zu. Das ist natürlich etwas unschön. Warum finde ich immer relativ ohne Probleme die ganzen Steine für die Medaillons, aber nicht den richtigen Weg? Das frage ich mich. Nimmt man den giftigen Nebel weg? Ja, ist ja gut. Kein Problem, kümmern wir uns drum. Aber ich weiß trotzdem nicht, wo ich jetzt weiter muss, ganz ehrlich. Ich sehe da momentan keinen richtigen Weg. Ich kann höchstens halt nochmal probieren, oben über die Dinger was zu regeln. Über die Schalter, über die Hebel meine ich. Vielleicht löst es ja doch irgendwas aus, was ich gerade nicht so richtig zu ersehen vermag. Das geht aus, ja, okay. Aber mehr passiert auch nicht, ne? Was ist, wenn ich hier nochmal eben bitte... Ah, halt! Ah, alles klar. Siehst du mal, hat es doch schon was genützt. Wir müssen uns nur etwas beeilen. Das könnte vielleicht helfen dabei. Gut, gut. Wenn es doch so einfach ist, na dann. Das habe ich beim ersten Mal überhaupt nicht mitgekriegt, dass wir hier... Ja, jetzt macht er mal den Sprint, Mensch. Alter! Zieh durch! Nein! Bis er den Sprint angesetzt hat, da ist das Ding schon fünfmal wieder an. Das ist schrecklich. Komm. Neuer Versuch. Ich finde es halt auch wahnsinnig ungünstig gelöst von der Steuerung her, dass der Sprint mit dieser mit diesem doppelten Andrücken der Richtung ausgelöst wird. Es ist einfach nicht günstig, finde ich, weil es dadurch manchmal einfach nicht gelingt, wenn man gerade den Sprint mal ganz gut brauchen könnte. Es ist nicht sehr zuverlässig, die Steuerung. Naja, gut. Haben wir endlich den Türöffner gefunden. Ist das nicht schön? Skelettzeit. Es knackert schon so. Schön, wie er zuschaut. Hallo. Oh, mehrere gleich. Ah, nicht doch. Ich bin auch ausgewichen. Okay, die Freunde dashen also auch so durch die Gegend, so lustig. Scheint irgendwie in Mode zu sein. Die Vampire machen das ja auch mit. Aber bei denen hier sieht man es wenigstens gut, wann sie es ansetzen. Ah, shit. Gut, ich sollte mich vielleicht erstmal ein bisschen an den Bewegungsablauf gewöhnen, bevor ich hier mich zu sehr an den Close Combat wage. Gut, Schild ist kaputt. Das ist schon mal ganz schön. So, wie kann ich der jetzt draufhauen? Ah ne, er ist schon hinüber. Okay. Was macht er denn hier? Man weiß es nicht so genau. Ich gehe einfach mal drauf. Oh shit. Die hauen schon gut rein, muss ich sagen. Da muss man schon mal ein bisschen aufpassen bei dem. Ah, shit. Der Dash ist ja noch länger, als ich gedacht habe. Unschön, unschön. Okay, mal sehen, ob ich ohne Lichtmagie durchkomme. Ah, ich glaube, ich benutze sie mal lieber. Ist vielleicht besser. Gut. Oh, sieh mal an. Das war aber nett. Muss ich ihm noch irgendwas tun hier? Ah, alles klar. Da hat mir der Freund hier doch einfach mal die Arbeit abgenommen. Sehr sympathisch. Gut, ich nehme an, wir müssen hier noch weiter öffnen. Ja. Na, das kann auch heiter werden mit den Skeletten. Ich glaube, mit denen ist nicht so sehr zu spaßen.
Vor allen Dingen, wenn man die dann wirklich in Masse hat. Also ich meine, bei dreien geht's vielleicht noch. Aber mehr davon könnten unschön werden. Schauen wir mal ganz kurz in den Bestiarien-Eintrag. Größe Mittel, Schwierigkeit Mittel. Die menschlichen Bewohner des Vampirschlosses erlitten ein grausiges Schicksal, als die dunkle Fürstin sich dort niederließ. Die meisten von ihnen wurden zwar in Vampirkrieger verwandelt, doch einige, vor allem jene, die zu den treuesten Dienern der dunklen Fürstin gehörten, als sie noch ein Mensch war, wurden durch den Zauber des Puppenmeisters zu Skelettkriegern. Im Gegensatz zu anderen Wesen, denen von dieser Magie Leben eingehaucht wird, sorgen die Überreste einer menschlichen Seele dafür, dass die Skelettkrieger schwer zu kontrollieren sind. Daher begegnet man selten Gruppen aus mehr als zwei oder drei von ihnen. Ah, sehr gut. Dankeschön für den Hinweis. Da ist meine Sorge ja schon ein bisschen entkräftet hier an der Stelle. Gut, wunderbar. Ich hoffe, das Tor bleibt offen. In jedem Fall erscheinen jetzt hier die Wasserspeier auszubleiben. Das finde ich auch schon mal nett. So, laden wir uns kurz auf. Nochmal kurz schauen, ob das Tor auch wirklich offen ist. Ich sehe es gar nicht so richtig. Ist das wieder zugegangen? Nee, okay, es bleibt offen. Alles gut. Alles bestens. Na dann. Ab nach unten mit uns. Gut, gut. Achso, halt. Ich muss natürlich auch springen. Hops. Und weiter. Das sieht mir doch ganz nach einer Falle aus. Schlage auf diesen Knopf, um ihn einzuschalten. Okay. So hier. Ach. Na, sieh mal an. Oh. Glück gehabt. Oh, lauf. Ach, komm. Ich wollte halt nicht den Sprint wieder auslösen, weil er so wahnsinnig unzuverlässig ist. Okay. Diesmal hat's gut funktioniert. Sehr witzig. Ihr seid ein paar Arschkrampen. Das geht ja überhaupt nicht. Das war ja sehr, sehr lustig gerade. Ihr freut euch bestimmt total, ihr Spielemacher, oder? Na gut, neuer Versuch. Lauf! Was? Verstehe ich gerade die Logik dahinter nicht ganz? Oder was genau soll ich denn hier tun? Ist die Frage. Es leuchtet mir nicht ein. Wisst ihr was? Ich trümmer das Ding jetzt in die Wand rein. Keine Ahnung, ob das irgendwas ändert, aber egal. Nein! Ich bin nicht losgesprintet. Ärgerlich. Aber ich meine, das Ding bleibt so lange offen, wie es will, ne? Erst wenn wir hier drüben ankommen, geht es zu. Und ich weiß halt nicht so richtig, wie ich verhindern kann, dass dieses Tor zugeht. Das ist doof. Das ist echt doof. Ich weiß gerade nicht so richtig, was ich machen soll. So, lauf, 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 spring! Nee, das Springen nützt auch nichts. Okay. Ich hatte vielleicht gedacht, dass hier irgendwo eine Bodenplatte ist, die man nicht berühren sollte, aber nö. Scheinbar ja nicht. Aber die Frage ist dann, was genau hilft denn da jetzt weiter? Nochmal aktivieren. Mal kurz schauen. Gut, die Dinger, die aktivieren sich da, die kommen da raus, so nach und nach, die Stacheln. Das ist in Ordnung. Aber da hinten muss doch irgendwas sein. Kann ich hier hoch? Nein. Natürlich nicht. Achso, halt. Ich sollte vielleicht nicht gerade auf die Stacheln draufgehen. So, nochmal ein Versuch. Hier, es bringt nichts. Shit. Mir bleibt mal wieder wohl nichts anderes übrig, als zu unterbrechen. Ich probiere mal ein bisschen rum. Wenn ich es geschafft habe, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich sage euch, es ist sau dumm an dieser Stelle, wie man weiterkommt. Ich muss zugeben, ich habe in den Walkthrough geguckt, weil es mir jetzt zu sehr auf den Piss ging, da weiterzumachen.
Mal schauen, ob es funktioniert. Also theoretischerweise brauchen wir Schattenmagie und wir brauchen unsere Dolche. Oh, in der Tat. Das war ein total hirnrissiges Rätsel. Ja, ich wusste doch gar nicht, dass wir hier in einem richtigen Rätsel gerade sind. In jedem Falle ist es irgendwie bescheuert, dass man erst mit einem Faustschlag dagegen hauen muss, dann hierher kommen muss, damit das zugeht und dann den Dolch abwerfen muss, natürlich mit Schattenmagie, damit sich das Ganze hier öffnet. Alles sehr seltsam. Egal, wir haben es geschafft und können uns damit jetzt nach oben schwingen. Und wir können uns denken, damit haben wir die Kanalisation dann auch schon hinter uns gebracht. Ich finde es immer noch etwas seltsam, dass dieses Level noch zum Kapitel 5 gehört hat. Aber gut, was soll's. Das war's für Kapitel 5. Weiter geht es mit Kapitel 6, das nicht so gewaltig lang ist, wie wir hier sehen. Ich weiß gar nicht, können wir eigentlich schon... Ne, in die weiteren Kapitel können wir noch nicht reinschauen. Dieses Kapitel werden wir uns erst beim nächsten Mal anschauen. Und die vier Level, die dazugehören. Wahrscheinlich werde ich dann in der Aufnahmesession auch gleich noch Kapitel 7 mit angehen. Mal schauen. Und mal sehen, wie weit wir so kommen. In jedem Falle werden wir uns dann richtig tief in das Gebiet der Vampire vorwagen. Und mal schauen, ob wir dann schon der Fürstin der Vampire gegenüberstehen. Oder ob das noch ein bisschen auf sich warten lassen wird. In jedem Falle wird die Bitch irgendwann draufgehen. Da können wir uns sicher sein. Und bis dahin, macht's gut, haut rein. Bis bald, wenn wir uns wieder den Vampiren widmen.